Ja, hallo Leute, euer Alex mal wieder. Was heißt mal wieder? Endlich mal. Es gab ja schon eine ganze Weile keine Videos mehr hier. Gibt's halt zurzeit auch nicht, habe ich schon gesagt, dass der ganze Let's Play-Betrieb erstmal eingestellt ist. Aber ich wollte mal ein Video hochladen, und zwar eine längst überfällige Roomtour. Wollte ich schon vor Ewigkeiten machen, als es wirklich regelmäßig Videos gab. Aber ich fand immer, dass meine Wohnung, in der ich hier lebe, in München immer viel zu unverständlich. Also ich hatte halt immer noch was vor, was zu holen, und es war halt einfach noch nicht fertig, und da wollte ich es einfach auch noch nicht zeigen. Jetzt ist die Wohnung immer noch nicht so, wie ich sie eigentlich möchte, aber ich denke, man kann sie jetzt einfach mal zeigen, so wie es ist. Und vor allem, ich habe jetzt ja auch noch nicht komplett für die Video die jetzt hergerichtet. Also die sieht jetzt aus, wie sie immer aussehen würde. Vielleicht noch ein bisschen unaufgeräumt, ist noch ein bisschen staubig, muss mal Staub gewischt werden. Aber zeigen kann man sie ja alle mal. Und ich glaube, wir gehen einfach mal rein in die Wohnung. Ne? Heißt, quasi hier wäre der Flur, oder wenn man das so Flur nennen kann, das ist der kleinste Flur der Welt. Ich kann den unmöglich mit der Kamera einfassen. Ist halt echt nur diese Garderobe hier, die so reingestellt ist, die sogar ein bisschen im Weg steht, wenn man reinkommt durch die Tür hier. Und da wäre das Bad, aber das muss ich euch jetzt nicht zeigen. Und das war's schon, und dann kommt man halt, ja, wieder bei X2 in meine Wohnung rein. Das ist eine Einzimmerwohnung, und ich sag euch Leute, mehr kann man sich auch nicht leisten in München. Das hier ist schon das Maß aller Dinge, und so sieht sie halt aus, und eigentlich passt das schon, ne? Es ist halt dieses eine Zimmer, ich habe dann hinten noch eine Küche, und hier wohne ich halt. Es ist halt möglichst so hergerichtet, dass man hier halt schlafen kann, was hier ist. Im Taxi wird das dann so eine Art Sofa gemacht, und so sieht es eigentlich aus wie, ja, ein reines Wohnzimmer halt mit Arbeitsbereich. Das heißt, so ist halt ein bisschen vollgestellt natürlich. Aber ich möchte halt möglichst viel auf so einer kleinen Fläche ja, nutzen können. Und ich zeige es euch jetzt mal ein bisschen im Detail. Also wie gesagt, hier ist mein Bett. Tagsüber so eine Art Sofa, aber hauptsächlich schlafe ich da drin, also sonst mache ich da eigentlich nicht so viel. Und wie ihr seht, ich habe überall Poster, hauptsächlich Filmplakate. Da bin ich einfach ein riesen Fan von, sowas zu sammeln, und ich würde wirklich noch viel mehr Poster aufhängen, wenn das gehen würde. Ich habe sogar mal überlegt, das dann an die Decke zu machen hier, aber das ist eigentlich Blödsinn. Also mehr geht es halt einfach nicht mehr. Ich habe hier schon wirklich das Maximale der Fläche eigentlich ausgenutzt. Und ja, ich habe halt überall Sammlungen, wie Gamester-Hefte, wo ich sogar gearbeitet habe bis letztes Jahr, also erst Praktikum, dann so eine Art, ja, Aushilfe dann noch gemacht dort bei Gamester, ja, das war ziemlich cool. Und meine Batman-Comics. Und dann, hier sind so ein paar eBay-Artikel verpackt, die verkauft werden bzw. verschickt werden müssten. Und ich hatte hier auch mal einen Esstisch übrigens, und der ist mittlerweile weg. Ich esse jetzt hier auf diesem Sofa quasi, auf dem kleinen Tisch da. Soll nochmal ein etwas größerer so Beistelltisch hin. Aber da sonst bin ich halt auf diesem Sofa und arbeite entweder mit dem MacBook da oder sehe halt fern auf diesem schönen großen Fernseher oder spiele auf meine, ja, auf meiner Xbox hier. Xbox One habe ich geholt. Ja, ich war reiner PC-Spieler. Hätte nie gedacht, dass ich mir mal eine Konsole zulege, aber durch diese neuen Konsolen wurde das ja recht gehypt. Und natürlich, jeder holt sich da eine PS4. Ich habe mir dann die Xbox One aber zugelegt, und ich bin da super zufrieden. Keine Ahnung, was das gehatet wird. Ganz tolle Konsole, und ich tue jetzt mehr und mehr wirklich spielen auf der Konsole. Weniger auf dem PC, weil das einfach echt entspannter ist. Und Videos wären natürlich dadurch noch schwieriger. Man kann halt so ein paar 5-Minuten-Clips machen, sowas haue ich ab und zu mal raus. Ansonsten natürlich nehme ich da nichts auf. Und wie gesagt, daneben ist mein Kühlschrank. Nee, ist in Wirklichkeit mein PC. Riesig großes Gehäuse. Also innen drin eigentlich wie vor 2 Jahren auch noch dasselbe Zeug. Und da, ja, spiele ich halt oder arbeite hier an meinem, ja, an meinem Rechner halt. Beziehungsweise schaue da Filme. Das soll jetzt halt, dieses Filme schauen soll jetzt halt mehr auf dieser großen, auf diesem großen Fernseher natürlich laufen, auf dem Sofa. Aber meine Heimkinoanlage, die ist nun mal noch am PC angebunden, weil die sich auch nur am PC anschließen lässt. Meine Teufelanlage,
die jetzt übrigens hier unten liegt, die hinteren Lautsprecher, die brauchen nämlich noch Ständer. Die müssten mal langsam besorgt werden. Deswegen werden so noch so viele Blu-rays immer noch am PC geschaut. Und ja, bis vor kurzem sah das hier noch ein bisschen anders aus, weil ich nur ein Regal hatte für Filme und Spiele. Das war noch ein bisschen so ja, anders, aber jetzt mittlerweile habe ich zwei Regale und habe deswegen meine Bücher. Also Taschenbücher sind hier, gebundene Bücher sind am Fenster. Und guck mal, ich habe ja sogar noch meinen Game Boy Color, den habe ich immer noch. Den möchte ich auch für immer behalten. Ist einfach, ich finde es total cool, sowas. Und ja, draußen, da wunderschöne Kirche, die geht mir richtig auf die Nerven. Richtig lauter draußen. Ja, und meine Spielesammlung. Schon zwei Regaletagen füllt die aus. Auch hier oben noch so Xbox-Spiele, seht ihr jetzt noch gar nicht so viele. Und nebenan halt das reine Filmregal. Ja, das ist schon ordentlich gefüllt. Da kommen auch immer mehr hinzu. Also da bin ich wirklich richtig fanatisch. Da müssen ständig neue Blu-rays rein. Das heißt neu auch einfach so ein Sammeltrieb, selbst Filme, die ich schon jetzt irgendwie digital habe oder auf DVD oder so. Manche habe ich sogar jetzt zweimal, weil ich dann echt nochmal diese Special Edition brauche. Da bin ich echt ganz verrückt. Da wirklich genug Auswahl vorhanden. Und ja, nochmal jetzt so als Überblick das ganze Zimmer hier. Wie gesagt, es ist ganz gemütlich, aber auf Dauer manchmal hat man schon das Gefühl, dass es ein bisschen klein ist, beziehungsweise voll. Ja. Und dann habe ich halt noch eine Küche. Auch sehr, sehr klein. Mit einer Bar. Also eigentlich reicht die Küche so. Das Einzige, was ich halt echt bräuchte, wäre zum einen noch so ein bisschen so ein Abstellplatz für so, ja, der Toaster zum Beispiel, der müsste auf meiner Mikrowelle stehen und oben hätte ich noch so einen Wasserkocher, den hätte ich eigentlich auch gerne irgendwo, das ist halt so ein bisschen vollgestellt, das geht eigentlich noch. Was ich gerne hätte, wäre echt eine Spülmaschine, also weil ich muss immer mit der Hand spülen, deswegen sieht das immer, aber wirklich immer so unordentlich aus, weil ich habe echt keinen Bock immer jeden Tag abzuspülen. Und ja, mach mal das lieber zu, dann sieht das auch gleich ordentlicher aus. So. Und das war's dann auch schon. Ja, es gibt Roomtours, die sind wesentlich länger und komplexer, aber ich glaube, vor allem wenn man in München wohnt, da kann man, wenn man in einer Wohnung, nicht in einer WG lebt jedenfalls, da ist das hier das Maß aller Dinge. Und ja, da ist die Kamera, genau. Und ja, das war's schon. Wenn ihr Videos sehen wollt, mehr, die wird es auf diesem Kanal so gut wie gar nicht geben. Spielevideos. Ja? Ihr müsst echt auf meinen X2 Hauptkanal gehen, da gibt es regelmäßig Videos. Ein paar von euch sind das ja schon. Unbedingt abonnieren, wird jetzt eingeblendet. Da seht ihr dann regelmäßig Videos wie Autotests, Editing-Projekte und echte Filmprojekte. Die seht ihr auf dem X2 Hauptkanal und danke, dass ihr eingeschaltet habt und man sieht sich ja. Da drüben, ne? Ciao, euer Alex.